Jonas, zweite Heimspiel der Saison. Wie groß ist die Vorfreude, wieder vor den eigenen Fans zu spielen? Also definitiv sehr groß. Das erste Spiel war schon sehr imponierend, was die Fans abgeliefert haben und wie die uns auch in der ersten Halbzeit sowie in der zweiten Halbzeit getragen haben. Hat leider nicht ganz gereicht für den ersten Heimsieg, aber ich denke, jetzt können wir daran anknüpfen und wollen natürlich den ersten Sieg holen. Ich schaue mal für das Format, dass ich Spieler nehme, die vielleicht auch mit dem Gegner einen Bezug haben. Jetzt Hallescher FC, du hast nie mit dem HFC gespielt. Trotzdem hast du ja einen gewissen Bezug zum HFC. Willst du mal sagen, was dahinter steckt? Ja, genau, also das war damals in meiner Drittligasaison. Das zweite Spiel haben wir da bestritten auswärts in Halle und da habe ich mein erstes Tor erzielen dürfen in der dritten Liga. Das war das 1-0 damals und wir haben 4-3 gewonnen. Also sind ganz gute Erinnerungen noch dran. Also auch ganz gute Vorzeichen auf jeden Fall für den Sonntag. Was für ein Spiel erwartest du am Sonntag gegen den HFC? Was für eine Mannschaft ist der HFC? Also ich denke, wir müssen an unsere Stärken, sage ich mal, anknüpfen. Wir haben jetzt mal in den letzten 3 Spielen gezeigt, wo unsere Stärken sind, wo wir aber auch Verbesserungsbedürfnis haben. Und Halle ist, denke ich mal, ein relativ kompakter Gegner, wie wir es alle in der dritten Liga auch kennen. Es wird nie ein leichtes Spiel geben in der dritten Liga und deswegen müssen wir an 100% kommen und dann das Ding über die Zeit bringen. Ein kompakter Gegner, da geht es auch darum, dass jeder sich in das Offensivspiel mit einbindet. Das hast du jetzt auch gemacht gegen Dresden, auch zweimal mit guten Chancen quasi vor dem Tor, noch vorher schon immer wieder dabei. Würdest du sagen, das zeichnet dich auch aus als Rechts-, als Linksverteidiger, dass du mit nach vorne dich einbindest und eben auch für Torgefahr sorgen kannst? Ja, also definitiv. Also ich würde schon sagen, dass es auch eine Stärke von mir sein kann, durch die Schnelligkeit einfach Offensivdrang zu entwickeln. Aber definitiv weiß ich auch, dass es hinten kompakt sein muss. Und da müssen wir auch allgemein, auch jetzt ich selber noch daran arbeiten, dass es halt kompakt bleibt auf der Seite und dann die i-Tüpfelchen nach vorne setzen. Ja, so der Elefant steht ein bisschen im Raum. Wir haben jetzt 3 Spiele, noch keinen Sieg, nur einen Punkt geholt. Jetzt, wenn du auch so in die Stimmung schaust in der Kabine, würdest du sagen, es ist eine angespannte Situation oder ist es auch ganz wichtig, eben diese Lockerheit beizubehalten, weil man sieht ja schon eine sportliche Entwicklung auch in den letzten Partien. Also ich denke, es ist ein ganz guter Mix, ist immer erforderlich. Also ich glaube, jeder weiß, dass wir 1 Punkt haben aus 3 Spielen, dass es einfach für uns, für unsere Ansprüche einfach zu wenig ist und wir da auf jeden Fall mehr haben möchten, hätten auch mehr haben können auf jeden Fall. Aber ich denke mal, dieser Mix ist ganz entscheidend, dass wir jeder, dass jeder weiß, woran er ist und wir einfach diese Lockerheit ein bisschen noch beibehalten, weil wenn wir jetzt alle zu verkrampfen, dann glaube ich, wird das auch relativ schwer mit dem Druck dann umzugehen. Du hast vorhin schon die Fans angesprochen. Würdest du sagen, die Fans, die können am Sonntag auch den Unterschied ausmachen? Ja, definitiv. Also auf jeden Fall, wenn die weiterhin so Gas geben und uns unterstützen, dann hört man das ja auch manchmal unterbewusst, auch wenn man nicht immer dann ganz fokussiert drauf ist. Aber definitiv kann ein Stadion deine Mannschaft schon zum Sieg tragen. Jonas, dann wünschen wir dir und vor allem der Mannschaft ganz, ganz viel Glück am Sonntag und dann hoffentlich starten wir die neue Trainingswoche mit 3 Punkten im Rücken. Dankeschön.